Die Umfragen sind positiver, als es uns die Berichterstattung manchmal glauben lässt. Also die meisten Umfragen sagen, dass die Menschen überwiegend sehr zufrieden sind mit dem österreichischen Gesundheitssystem. Zwei Drittel zufrieden bis sehr zufrieden. Ein weiteres fast Drittel vergibt immer noch ein befriedigend. Also Unzufriedenheit sieht anders aus. Und es sind kleine Alltäglichkeiten, die uns manchmal ärgern, dass zu lange Warten auf einen Facharzttermin, empfundene Ungerechtigkeiten bei der Zuteilung von Operationsterminen etc. Aber im Großen und Ganzen, vor allem im internationalen Vergleich, weiß jeder, der mal im Ausland mit Menschen geredet haben, die etwa in England leben oder in Italien leben, wie viel schwieriger es ist, dort zu guter Gesundheitsversorgung zu kommen. Oder wenn man als Tourist selber in die Notwendigkeit gerät, was Gott verhüten möge. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem. Alles ist verbesserungsfähig, alles ist verbesserungswürdig und muss ständig reformiert werden. Aber wir sollten das System nicht krank jammern und wir sollten es vor allen Dingen nicht mit dieser doch sehr abenteuerlichen Fusion in echte Gefahr bringen.